Hallihallo, meine lieben Abonnenten. Ich wollte euch nur einmal ganz kurz zeigen, was mein lieber Mann denn hier so für mich gebastelt hat. Guckt mal, für meine Miezen ein Katzengehege. Dieses Sofa wird heiß geliebt. Es sieht auch schon so aus. Katzenklo drin. Hier kann ich mich zu ihnen setzen mit meinem Buch. Sie liegen auch oft da drin. Dann haben wir hier Katzenpflanzen drin und ihr seht, die fühlen sich pudelwohl. Das sind jetzt meine vier Räuber. Die großen kommen aber auch hier rein. Das ist gar kein Problem. Ja, mein Täubchen ist wieder am Rollen. Jo. Das da in den Kübeln ist extra für sie angepflanztes Katzengras. Da ist eine künstliche Sonnenblume, da gehen Sonne dran, Spielzeug. Dann haben wir hier nochmal Katzengras, das ist Gullywog, das können sie auch fressen. Dazwischen hat mein Mann überall noch Baldrian ausgesät und Katzenwiese ausgesät, einfach so rein. Ja, Hope, was ist dann da, ne? Ja, was ist da? Hier können sie sitzen, hier können sie spielen. Hier kommen jetzt noch an die Wände Bastmatten. Oben ist mit Plexiglas zu. Aber da wird auch noch mit Bambusmatten zugemacht. Nicht mit Bastmatten, mit Bambusmatten. Da werden auch noch Spielzeuge dran gehängt. Das ist schön stabil. Hier kommt noch eine Hängematte hin, eine schöne große, so von Holz zu Holz. Hier kommen noch Klettermöglichkeiten und Kratzmöglichkeiten rein. Aber ich denke mal, dass man da im Sommer ganz gut mit leben kann, ne? Als Miezekätzchen. Guckt mal, die fühlen sich richtig wohl. Ja. Alesa, ist das nicht toll? Ich finde das ganz klasse. Demnächst kommt auch wieder ein Temo-Haul auf euch zu. Und ich werde euch natürlich auch zeigen, wie es hier bei uns weitergeht. Geht zu den Gartenchaoten gucken, da kriegt ihr auch noch ein bisschen Infos über uns. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis bald. Küsschen aufs Schnüsschen. Mua.